Buenos días. Good morning. Welcome. Willkommen. Mein Name ist David Rivera und ich bin Pastor hier in der FEG Box. Und ich möchte heute Morgen einen Teil von der Predigt zu euch teilen. Die heutige Botschaft ist eine besondere, dem Pastor Scott von IBF International Bible Fellowship und ich werden in zwei Teilen über das Thema Gott hält, was er verspricht, predigen. Da heute Weihnachten ist, werden wir als Geschenk zwei Predigten statt einer halten. Hoffentlich gehen nicht so lang. Wir versuchen einfach kurz und knackig zu haben. Im ersten Teil werde ich über den Kontext sprechen, in dem eine der großen Verheißungen Gottes gegeben wurde. Eine Verheißung, die vor etwas 2800 Jahren zur Zeit des Propheten Jesaja gegeben wurde und die mit dem Kommen unseres Herrn Jesus ihre Erfüllung fand. Ich möchte mit euch aussehen, wie die Person, die eine solche Verheißung erhielt, auf eine solche Ankündigung inmitten einer Situation des Krieges und der möglichen Abschaffung der Dynastie König Davids und damit des Königreichs Judas reagierte. Das ist in unseren Tagen nichts Neues. Denn im Laufe der Geschichte haben wir gesehen, dass es immer den Wunsch gab, das Volk Israel von Angesicht der Erde zu tilgen. Im zweiten Teil wird Pastor Scott mit Hilfe von Iris Perry als Übersetzerin über die Erfüllung der Verheißung Gottes an sein Volk und die Vorteile, die sich daraus für uns alle ergeben, sprechen. Für alle, die keine Geografie oder historische gefallen hat, in der Schule zum Beispiel, ich möchte euch sagen, ich möchte diese zwei Teile heute sehen. Es ist wichtig, die Geografie und die historische Seite von Israel ein bisschen zu kennen. Das macht das Leben mit der Bibel sehr faszinierend, weil man sieht, wie Gott alle Teile von der Puzzle zusammenbringt. Wenn du daheim bist, du könntest zum Beispiel, und ich habe vergessen, jeder von euch hat einen Zettel bekommen und ein Teil der Predigt ist dort geschrieben, nur Punkte von der Predigt. Aber es ist gut zu wissen zum Beispiel und zu verstehen, warum wurde Jesus zu uns gesendet. Es ist gut zu lesen Jesaja Kapitel 7, 9 bis 9, 1. König 12, 2. König 16, Chronik, 2. Chronik 28. Sind lange Passagen oder Bibelstellen, die uns zeigt, was in jenem Tag geschah. Und die Bedeutung der Verheißung zu verstehen, die Gott seinem Volk in einem turbulenten und kriegerischen Kontext gegeben hat, müssen wir uns ansehen, was damals passiert ist. Auch aus der Geschichte wissen wir, dass das Volk Israel, könntest du das Folio bringen, bitte? Aus der Geschichte wissen wir, dass das Volk Israel nach dem Tod von König Salomo gespalten war. Das ist vor ungefähr 2800 Jahren oder mehr. Das Land war so in zwei Königreiche geteilt. Salomo gehörte zu der Linie, durch die nach den Prophezeiungen der Retter der Welt kommen sollte. Und wir wissen, dass Jesus durch die Königreich von Juda zu dieser Welt gekommen ist. So stand zum Beispiel nach dieser Königreich-Spaltung, so stand das Nordreich Israel mit 10 Stämmen, dessen erste Hauptstadt Schikem war. Das können wir in 1. Könige Kapitel 12 lesen. Und das Südreich Juda mit 2 Stämmen, dessen Hauptstadt Jerusalem war. Nach dieser Teilung lesen wir im Wort Gottes, dass viele Könige auf beiden Seiten nicht taten, was Gott wollte, sondern Böses in seinen Augen taten. Ungefähr 200 Jahre später sind vergangen
Und in aller dieser Zeit hat Gott die Könige und Propheten gesandt, damit sie umkehren. Aber sie haben das nicht getan. Und nach dieser Zeit finden wir den Propheten Jesaja in eine sehr schwierige Situation für König Ahas. Aber wer war dieser König? Und warum war er in dieser Situation? Das können wir in 2. Chronik, Kapitel 28, lesen. Der Kapitel gibt uns ein wenig Auskunft über diesen König. Und ich möchte mit euch das teilen. Da steht, Ahas wurde mit 20 Jahren König, sehr jung, und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er folgte nicht dem Vorbild seines Vorfahren David und tat nicht, was dem Herr gefiel, sondern er lebte wie die Könige von Israel. Er ließ Statuen des Götzen Baal gießen und brachte am Hinnomatal Opfergaben für die Götter dar. Er ging sogar so weit, dass er seine Söhne als Opfer verbrannte. Diesen am schleuchenden Brauch übernahm er von den Völkern, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Ahas brachte auch auf den Opferstätten, auf den Hügeln und unter den dicht belaubten Bäumen seine Opfer dar. Es war eine dunkle Zeit. Wenn wir zu Jesaja Kapitel 7, Verses 4, 7 und 9 anschauen, finden wir die Situation auf eine persönliche Weise im Gespräch zwischen dem Propheten Jesaja und König Ahas. Was war hier los? Schauen wir zum Beispiel. Es gab eine Konversation zwischen Jesaja und König Ahas und Gott war dort. Da steht in Kapitel 7, 4, und sage ihm, Gott sagt zu Jesaja, sag Ahas das Folgende, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz versage nicht vor diesen beiden Stummel Resins und Arams. Wir wissen, dass Resin und Pekah, Pekah war der König von Nordenreich und Resin war der König von Aram. Sie sind bis ganz in der Nähe von Jerusalem gekommen und sie haben attackiert. Wir wissen schon, dass diese Armee hat 120.000 Menschen in Jerusalem getötet. So, wir sind in einer Situation, wo der König Ahas wollte oder brauchte eine Lösung sofort. Und jetzt kommt und Gott sagt zu ihm, hey, du solltest keine Angst haben. Ich habe eine Lösung für dich. Und Gott verspricht dir auch, so spricht der Herr, es wird nie zustande kommen und nicht geschehen. Du solltest nur glauben. Glaub, was ich zu dir sagen will. Jetzt, wenn wir die Konversation sehen, verstehen wir, dass es war nicht so einfach für König Ahas, die eine Sofortlösung brauchte. Ich finde es faszinierend, wie Gott Jesaja benutzt, um König Ahas klarzumachen, dass Gottes Verheißungen sich erfüllen werden, dass der König aber seinen Teil dazu beitragen muss. Er sollte ruhig bleiben und keine Angst vor dem Angriff der beiden Könige und der doppelten Armee haben, die auf ihn zukam. Und vor allem sollte er daran glauben, dass Gott bereit war, ihm in dieser Situation zu helfen. Das ist nur Texte, aber du solltest in die Füße von König Ahas stehen und dann werdest du etwas anderes spüren. Werdest du das Wort Gottes etwas anderes hören? Ich gebe euch nachher ein paar Beispiele. Aber wer kann in einer solchen Situation ruhig und furchtlos sein? Das Gespräch geht weiter und in Vers 11 ist vorgesetzt und Gott bittet ihn direkt durch Jesaja um ein Zeichen zu bitten. Da sagt Gott, fordere dir ein Zeichen von Herrn, deinen Gott.
Was hat Ahas getan? Was hat der König getan? Ahas wollte nicht, denn er hatte sicher im Sinn, was in Deuteronomium oder 5. Mose 6, 16 steht, du sollst den Herrn nicht versuchen. Aber interessanterweise ist, hier im Text sehen wir, dass Gott es selbst war, der ihn aufforderte, etwas zu tun, etwas zu verlangen. Und weil er das nicht verlangt hat, denn Gott hat eine Verheißung zu ihm gegeben. Das lesen wir im gleichen Kapitel 7, 13 bis 15. Da sprach Gott doch Haus David, es ist auch zu wenig Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ich glaube, Ahas, war sehr verwirrt, als er eine Verheißung hörte, die nach menschlichen Maßstäben erst nach einer Zeit erfüllt werden würde. Gott gibt also eine Verheißung, die erst viele Jahre später erfüllt werden sollte. Wenn wir all dies sehen und die Reaktion eines Königs, was können wir daraus lernen? Wenn wir den Kontext sehen, in dem diese Verheißung gegeben wurde und wir alles, was prophezeit wurde, in den folgenden Jahren buchstabengetreu erfüllt wurde. Und wenn wir sehen, dass Jesus 800 Jahre nach all dem, was der Prophet Jesaja gesagt hatte, auf die Welt kam, können wir zwei Dinge lernen. Die erste ist, Gott hält, was er verspricht. Im 4. Mose steht das Folgendes: Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut, was er sagt. Das er tut und was er ankündigt, das führt er aus. Das finde ich so gewaltig. Das ist unser Gott. Was er verspricht, er hält das. Die zweite Sache ist, wir müssen als Menschen den Verheißungen Gottes glauben. Auch wenn wir den Grund für die Verheißungen nicht verstehen. Und das ist der schwierige Teil, das zu uns kommt. Wie haben wir auf die Verheißung Gottes reagiert? Vielleicht bist du in einer Situation, die chaotisch ist, dass du weißt es nicht, wie weitergeht und du liest es und liest es in der Bibel und du siehst alle Versprechungen, aber du kannst das nicht glauben. Welcome to the club. Weil das ist schwierig. Persönlich kann ich sagen, dass es eine Sache ist, den Text zu sehen, der uns etwas verspricht, was Gott tun kann. Aber was passiert, wenn es in der Praxis nicht passiert? Könnte es sein, dass Gott nicht erfüllt hat, was er versprochen hat? Und das ist der Punkt, an dem wir glauben müssen. Auch wenn wir im Moment nicht sehen, was Gott laut seinem Wort tun wird. Psalm 91. Mein Papa hat den Psalm immer jeden Abend zu uns gelesen. Und da steht im Vers 11, denn Gott wird dir seine Engel schicken und dich beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einen Stein stoßen. So schön tönt. Diesen Text hat sich meine Tochter Hannah für ihre Konfirmation ausgesucht. Ich kann ehrlich sagen, dass ich sehr daran gezweifelt habe, dass Gott uns beschützen kann. Und mein Herz war voller Bitterkeit, weil ich wusste, dass sich dieses Versprechen in dem Moment nicht erfüllte, in dem meine Tochter Engel brauchte, um sie zu beschützen. Aus dieser Verheißung habe ich gelernt, dass der Schutz, den Gott uns gibt, nicht mit unserer Vorstellung von Schutz zu vergleichen ist. Niemand, nicht einmal die beste Lebensversicherung in der Schweiz, wird uns den Schutz geben, den Jehova
Jahwe, unser Hüte, der für unser Leben verantwortlich ist, uns geben wird. Das Wort schützen bedeutet im Original derjenige, der für uns, für etwas oder jemanden verantwortlich ist. Und in seine Verantwortung, für unser Leben tut er, was er für uns für das Beste hält. Das habe ich gelernt. Das hat mich geführt, nochmal zu der Bibel zu gehen und zu studieren, was wirklich Gott gesagt hat. Weil manchmal lesen wir so schnell und wir verstehen nicht, was der Text zu uns sagen will. Und das ist meine Herausforderung heutzutage, weil ich möchte wissen wirklich, was Gott zu mir und zu dir versprochen hat. Werden wir wenige Probleme erleben, wenn wir wirklich verstehen, was er zu uns versprochen hat. Jemand hat geschrieben, der Glaube ist die zentrale Realität des Volkes des Herrn. Nicht nur seine Unterscheidungskraft, sondern seine Existenzgrundlage. Das finde ich super. Wir müssen glauben, was Gott zu uns versprochen hat, egal ob wir verstehen oder nicht, was er versprochen hat. Das sage ich. Wie reagieren wir in schwierigen Situationen? Wo sind die Verheißungen, dass er unser Friede ist, wenn keine Friede da ist? Unser Versorger. Wo ist Jehova Roi, der unsere Situation sieht, aber nichts tut, um unsere Schwierigkeiten zu lösen? Dann suchen wir nach unseren eigenen Lösungen, wie König Ahas, ohne Gott zu fragen, was er von unseren Entscheidungen hält. Ahas suchte nach Allianzen. Kannst du die Dinge? Das sehen wir in der Karte. Er suchte nach Allianzen. Und er hat eine falsche Allianz gesucht mit dem König von Assyria. Und das war ein großes Fehler für die ganze Nation. Wir wissen nachher, dass alle die Königreich, die Nordenkönigreich und die Süden sind in Gefangenschaft gegangen oder genommen. Ahas suchte nach Allianz, um die Könige Pekak und Resin zu beziehen. Leider sehen wir am Ende der Geschichte, dass diese Allianz ein Untergang und der Untergang der Königreich Juda im Jahr 586 bevor Christus waren. Ich möchte auch ein Zitat erwähnen. Wenn das Volk Gottes eher nach dem handelt, was der Vernunft entspricht, als nach dem, was dem Glauben entspricht, wenn wir Sicherheit in der Mitte der Politik und den Mächten der Welt suchen, die Dinge, denen wir vertrauen, garantieren unser Unglück. Gott kenne deine momentane Situation. Gott kenne deine Fragen, deine Tränen inmitten von Verzweiflung und Schmerz. Er kennt deine innere Einsamkeit. Er weiß, was dir Stress bereitet. Er weiß, dass du vielleicht nicht an seine Verheißung glaubst. Er kennt deine Herausforderung. Er weiß, dass du in deiner Situation Hilfe bei Menschen oder Institutionen gesucht hast, die dir nicht geben können, was Gott dir geben kann. Lass uns durch Pastor Scott die große Verheißung sehen, die Gott der Vater uns gibt, damit wir wachsen und glauben können, dass das, was er sagt in seinem Willen für unser Leben und zu seiner Zeit erfüllt wird. Pastor Scott, welcome. Danke, David. Leider mein Deutsch ist noch nicht so gut. Ich predige auf Englisch. Okay. Besser für mich. Danke, ich werde Iris übersetzen, genau. Danke, Iris. It's true, God keeps his promises. Ja, stimmt, Gott hält seine Versprechen. He keeps his promises to you.
Er hält seine Versprechen euch gegenüber. And he keeps his promises to his world. Und auch seiner Welt gegenüber. He made a promise long ago revealed through the prophets. Dieses Versprechen hat er schon lange den Propheten vorausgesagt. A savior would be born to save us from our sin. Ein Retter würde geboren werden, um uns von unseren Sünden zu retten. The prophets told us his name would be Emmanuel, God with us. Die Propheten haben vorausgesagt, sein Name wird sein Emmanuel, Gott mit uns. He would be the Prince of Peace. Er ist der Friedefürst. And approximately 2000 years ago, God kept that promise by sending Jesus. Ja, und etwa 2000 Jahre später hat Gott sein Versprechen eingelöst, indem Jesus Christus geboren wird. That is a promise to you. Das Versprechen gilt euch. It's a promise to our world. Und es gilt auch der ganzen Welt. Luke tells us about shepherds in their fields outside of Bethlehem. Lukas erzählt uns von den Hirten, die außerhalb Bethlehems waren. The angels were singing songs that were celebrating God's Savior, God's peace. Engel haben gesungen, die Gottes Geburt und Gottes Friede schon gefeiert haben. And it wasn't a time of peace. Obwohl es zu der Zeit überhaupt nicht friedlich war. They journeyed into the town to see what the angels had promised. Aber dann sind sie in die Stadt gegangen und haben geschaut, was die Engel versprochen haben. And sure enough, God kept his promise. Und so war es. Gott hat sein Versprechen gehalten. There they found a baby lying in a manger wrapped in cloths. Und dort haben sie ein kleines Kindlein gefunden, das in Windeln gewickelt war. Really? Wirklich? A baby? Ein kleines Baby? In a manger? In einem Stall. Surrounded by shepherds and animal droppings. So umrandet von Hirten und ja, Kot. How does this fulfill God's promise? Wie kann das Gottes Versprechen sein? Today there are two ways I want us to see how God kept his promise in Jesus. Es gibt zwei Wege, die ich euch heute erklären möchte, wie Gott sein Versprechen gehalten hat. The first is the birth of Jesus fulfills the promise of God's nearness. Zuerst ist es die Geburt von Jesus verspricht ein Gottes Versprechen, dass er bei uns ist. God has always been for us, but now God is with us. Gott war immer für uns, aber jetzt ist er sogar in uns. Jesus came as a human being and in so doing bridged the gap between God and humanity. Jesus kam als Mensch und so hat er eigentlich die Distanz überbrückt, die zwischen Gott und Menschen bestanden hat. In Christ, divinity and humanity came together. In Jesus Christus ist eigentlich die Gottheit Menschheit geworden. Paul writes about it in the book of Philippians when he says, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus." Gott hat in Philipper geschrieben, ja, habt diese Gesinnung bei euch, die auch ist eure in Jesus Christus. Der, obwohl er in Gestalt Gottes war, hielt er es nicht für erstrebenswert, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, indem er die Gestalt eines Knechts annahm und in Menschengestalt geboren wurde. It's stunning to think about this truth. Ja, es ist wirklich ein Wunder, darüber nachzudenken. We've always imagined that we as human beings were to climb our way up to heaven. Wir haben uns immer vorgestellt, als menschliche Wesen müssen wir den Himmel erklimmen. But the truth is that God is not far away. Aber in Wahrheit ist Gott überhaupt nicht weit entfernt. God is right here. Er ist hier unter uns. He's the God who has come to us in Christ Jesus. Es ist der Gott, der zu uns kam durch Jesus Christus. So instead of us climbing to heaven, God came down to us.
So anstelle, dass wir in den Himmel hinaufklettern müssen, ist Gott herabgekommen zu uns Menschen. God has come near and has put on human skin. Ja, und Gott ist sogar hier gekommen und hat menschliche Gestalt angenommen. There's a much told story about a little boy who was frightened one night. Es gibt eine oft erzählte Geschichte eines kleinen Jungen, der oft Angst hatte in der Nacht. He cried out in fear and his mother would come to comfort him. Er hat geschrien, hatte Angst und die Mutter kam dann jeweils, um ihn zu trösten. And every time she said, "It's okay, God is with you." Und immer sagte sie, mach nichts, Gott ist mit dir. After the third time of her son crying out, nach dem dritten Mal, dass der Junge wieder geschrien hat, she said, "It's okay, God is with you." Hat sie wieder gesagt, ist schon gut, Gott ist mit dir. And her son grabbed her arm and said, "I know, Mommy." Und der Kleine hat den Arm genommen und sagt, ich weiß das doch. But I want God with skin on. Aber ich hätte gern, wenn Gott auch Haut ist, menschlich ist, den ich angreifen kann. This Christmas we celebrate a God with skin. Und diese Weihnachten feiern wir Gott, den wir anfassen können. God has come to us and is now nearby. Gott ist zu uns gekommen und ist jetzt mitten unter uns. John tells us that the Word became flesh and dwelt among us. Johannes sagt uns, und das Wort bekam Fleisch und wohnte mitten unter uns. Emmanuel has arrived. Emmanuel ist angekommen. And he's not just living in the neighborhood. Und nicht nur hier in dieser Gegend. It is God who lives in us. Gott lebt in uns. The God who is with us that was born on Christmas Day. Gott, der mit uns ist und an Weihnachten geboren ist, became human so that we might have his life. Er hat Menschengestalt angenommen, damit wir mit ihm sein können. Paul reminds us that this baby that was born can be born again into our lives. Und Paulus hat uns auch gesagt, dass dieses kleine Kind, das geboren ist, kann in unserem Leben eine Wiedergeburt auslösen. So, when we put our faith in him, he becomes the Christ who lives in us. Also, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, dann lebt er in uns. God is indeed with us, Emmanuel. Gott ist wirklich mit uns. But God is also among us. Aber er ist auch unter uns. And God is in us. Und er ist in uns. Jesus is the fulfillment of God's nearness. Jesus ist die Erfüllung von Gottes Nähe. The second promise that Jesus reminds us of is the promise of God's forgiveness. Und das zweite Versprechen, das Jesus uns gegeben hat, ist auch das von der Vergebung. Jesus came very near for a very specific reason. Er ist hier in diese Welt gekommen für einen ganz speziellen Grund. He came to offer us the peace of God's forgiveness. Er hat uns den Friede gegeben von Gottes, dass er uns vergibt. God made us in love for a love relationship with him. Er hat uns in Liebe gemacht. Er hat auch so gemacht, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben können. But we rejected God's love and we broke our relationship with him. Aber leider haben wir diese Liebe nicht angenommen und das hat die Verbindung zu Gott gebrochen. Die wollten wir nicht. But God loves us too much to leave us in the mess of our sin. Hingegen, Gott liebt uns zu sehr, als dass er uns in der Sünde verharren lässt. Jesus came in love to restore us to a relationship with God. Jesus ist deshalb in die Welt gekommen, um unsere Beziehung zu Gott wieder ins Lot zu bringen. And he does that offering us the peace of his forgiveness. Und das durch
macht er dadurch, dass er uns vergibt. Er schenkt uns den Frieden, den wir erleben können, wenn er uns unsere Sünden vergibt. Christmas is about that most famous of verses, John 3:16 and 17. Ja, Weihnachten ist eigentlich diese Verse in Johannes 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verurteilen, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. It's stunning to think about this truth. Es ist wirklich eine wunderschöne Nachricht, wenn man darüber nachdenkt. We always imagine that we're beyond God's love. Wir denken immer, ach was, wir sind außerhalb Gottes Liebe. How could God love me? Wie kann Gott mich lieben? Jesus' birth is the promise that God loves you no matter what. Aber die Geburt Jesu ist das Versprechen, Gott liebt uns. It's a promise that no one is outside of God's grace or mercy. Es sagt, niemand ist außerhalb der Gnade von Gott oder der Vergebung. God offers his forgiveness to everyone. Er offert seine Vergebung zu allen. He gives us peace. Und er gibt uns Frieden. For his free for nothing forgiveness. Das frei für nichts. Wir müssen nichts bezahlen. That's very different than Santa Claus or Sammy Claus, isn't it? Das ist schon etwas unterschiedlich vom Sammy Claus. In the United States we sing of Santa Claus who knows when you're sleeping and knows when you're awake. Yeah. In den Vereinigten Staaten singen wir vom Sammy Claus, der weiß, wenn wir schlafen und er weiß auch, wenn wir wach sind. You know that song? Sicher kennt ihr dieses Lied. I won't sing it for you. Er möchte es nicht singen. But he says, the song goes, Santa knows if you've been bad or good. Aber es heißt, Santa knows, also Sammy Claus weiß, ob du gut oder schlecht warst. And he's making a list and checking it twice. Und er macht eine Liste und er häkelt es ab, überprüft es. He wants to know if you've been naughty or nice. Er möchte wissen, ob du schlecht oder gut warst. And if you're nice, you get a gift. Und wenn du lieb warst, dann bekommst du ein Geschenk. And if you're naughty, no gift. Sonst keine Geschenke. Schmutzli is not much better. Schmutzli ist auch nicht viel besser. I don't want to get spanked by twigs. Ja, ich möchte auch nicht von einer Rute geschlagen werden. But you see, Jesus didn't come that way. Aber Jesus ist nicht auf diese so gekommen. Jesus knows that we've been naughty. Gott weiß, Jesus weiß, dass wir eigentlich schlecht sind. But he loves us so much that he's going to give us a gift anyway. Aber er liebt uns so, dass er uns trotzdem etwas schenkt. He comes to offer himself as a free gift. Er gibt uns sogar, er kommt selbst. Er ist das Geschenk, das wir annehmen können, ja. A gift that we simply receive. Wir müssen das Geschenk nur annehmen. The gift of his peace. Das Geschenk von seinem Frieden. Nothing can separate us from God's love. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. God has done all that is necessary to show us his love. Gott hat alles unternommen, was nötig ist, um seine Liebe uns zu bezeugen. He did it by giving us Jesus, a baby that was born to die. Ja, und das hat er durch Jesus Christus gemacht. Als kleines Kind, das geboren wurde, um für uns zu sterben. God took on humanity in Jesus, and then Jesus took up the cross. Ja, Jesus hat eigentlich, ist Mensch, Fleisch geworden, damit er für uns später am Kreuz sterben kann. He came to show us the depth of his love. Er kam und hat uns die Tiefe seiner Liebe bezeugt. And the breadth of his forgiveness. Und die Weite seiner Vergebung. Through Jesus' birth and his death, we now have peace with God.
Durch Jesus Christus Geburt und seinen Tod haben wir jetzt Friede mit Gott. Jesus is the fulfillment of God's forgiveness. Jesus ist die Erfüllung von Gottes Vergebung. God's nearness and God's forgiveness in Jesus Christ. Gott ist nahe und Gott vergibt uns durch Jesus Christus. God has promised he will be with us. Gott hat versprochen, wird mit uns sein. God has promised us of his love and his peace. Hat uns seine Liebe versprochen und auch seinen Frieden. God has promised us forgiveness. Und vor allem Vergebung. So this Christmas, as you look into the manger and see that baby wrapped in cloths. So diese Weihnachten, wenn das Baby sieht, in Windeln gewickelt. Remember that God is a promise-keeping God. Dann erinnert euch, Gott ist der Gott, der seine Versprechen hält. God offers you his nearness. Bietet uns seine Nähe an. God offers you his peace. Und gibt uns seinen Frieden. And perhaps you, like David, are looking for, trusting in God in things that you don't have right now. Und vielleicht du, wie David damals, wir vertrauen auf etwas, das wir noch gar nicht haben. Maybe you're looking for peace in a chaotic world like ours. Vielleicht suchen wir den Frieden in einer chaotischen Welt, wie unsere jetzt ist. Look into the manger and remember that this baby would eventually be nailed to a cross. Dann schauen wir in die Krippe und erinnern uns daran, dass dieses kleine Baby später einmal am Kreuz sterben wird. God with us, who died in our place. Gott mit uns, der an unserer Stelle gestorben ist. And for those of us that have been born again, und wir, die wir wiedergeboren sind, he is Christ in us. Jesus Christus lebt in uns. So today we can celebrate Jesus' birth 2,000 years ago. So heute können wir feiern die Geburt von Jesus 2,000 Jahre früher. But perhaps today is the day you celebrate Jesus' birth in your life. Aber vielleicht bist du sogar darunter und feierst heute die Geburt Jesus Christus in deinem Leben. Giving yourself to him in faith and receiving the gift of his forgiveness and his peace. Indem du dieses freie Geschenk der Vergebung und des Friedens annimmst. Look into the manger and remember that this baby is the one who is now on the throne, the Prince of Peace. Ja, wenn wir in die Krippe schauen, müssen wir daran denken, dass dieses kleine Kind sitzt jetzt auf dem Thron. Ist der Prinz des Friedens. This baby Jesus, the promise of God's love. Dieses Jesuskind ist das Versprechen von Gottes Liebe. The promise of God's nearness. Das Versprechen von Gottes Nähe. The promise of God's peace. Auch das Versprechen von Gottes Frieden. The promise of God's forgiveness. Und vor allem für seine Vergebung. Amen. Amen.